Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Und das heißt ja, dass ich das wieder spiele. Also das ist ja schon ewig lange her, als ich das letzte Mal für euch eine Folge aufgenommen habe. Sehr, sehr lange her. Und man darf es halt mal als gescheitertes Projekt betrachten. Ja, also es waren ja nur 10 Folgen und das ist natürlich ein bisschen erbärmlich. Aber ich finde, Skyrim zu Let's Playen war halt auch immer ein bisschen schwierig, denn das spielt man halt eher selbst. Überrascht mich, dass das überhaupt Leute mal gucken. Ich hatte halt ganz wenige Klicks, weil das Spiel natürlich auch ein bisschen out wurde nach einer Weile. Vergessen fast schon. Ist halt ein halbes Jahr alt. Und jetzt aber hat man ein neues DLC rausgebracht. Also Bethesda hat jetzt Dawnguard herausgebracht. Ein quasi eigentlich ein ganzes Add-on, so darf man es betrachten, das aber einfach nur ein DLC ist, das man sich über Steam einfach wie ein Patch dazulädt. Und ich dachte mir, dann kann man doch das Spiel einfach mal weiterspielen. Deswegen, also ich habe es seit der letzten Folge schon ein paar Mal so gespielt. Ich wollte es halt nicht mehr Let's Playen, sondern eher so für mich genießen. Und aber jetzt ist halt das DLC raus und deswegen möchte ich das dann doch wieder Let's Playen für euch, denn das ist ja erst seit ein paar Tagen jetzt für den PC raus und deswegen denke ich mal, dass es dann doch einige auf YouTube mal interessieren wird, wie es denn so ist. Und deswegen schauen wir es uns gleich mal an. Ich bin ganz doll gespannt. Ich bin jetzt einfach hier noch im Spiel, wo ich mal aufgehört habe. Also ich halte mich in meinem Haus in Weißlauf auf und besser kann es gar nicht mehr aussehen. Das ist schon komplett eingerichtet. Das Friesenheim ist natürlich eines der billigsten Häuser hier. Ja, so weit bin ich im Spiel auch noch nicht. Ich bin hier Stufe 20, ne? Hab gut 40 Stunden gespielt, also viele Nebenquests gemacht, Hauptquests nicht so weit. Und mein... Oh Gott, was bin ich denn? Ich bin ein... Wie, ich weiß jetzt echt nicht mehr, kaiserlicher, genau. Und jetzt wollen wir aber mal mit dem Dawnguard DLC anfangen, denn deswegen habt ihr schließlich eingeschaltet. Erstmal die andere Quest deaktivieren und ich weiß nicht, ob man mit Stufe 20 schon für dieses DLC gut gemacht ist, aber egal. Wir wollen es einfach mal ansehen. Ich habe gelesen, dass man also eine der Wachen fragen muss. Habe Die gehört, starten dass dann Sie diese die Quest. Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. So, die Quest hat jetzt ganz von selbst gestartet. Ich habe ihn nur anvisiert. Und die Quest ging jetzt auch los. Eine neue Questreihe namens Dämmerwacht ist der deutsche Name von Dawnguard, könnte man sagen. Und wir müssen hier hin, also ganz weit weg. Ja, ich war noch nicht mal in Riften. Habe ich mich noch nie aufgehalten. Ist auch nicht so in der Nähe. Wir können natürlich trotzdem dahin schnell reisen, genau. Nee, kann man nicht, denn da habe ich noch gar keinen Ort entdeckt. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal möglichst in die Nähe. Also, jo. Hier. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich ganz ungeduldig sein, weil ihr endlich dieses DLC sehen wollt. Wir müssen aber noch ein Stück hinlatschen. Boah, das sieht ja mal geil aus hier. Das sieht mal richtig geil aus. Wunderschönes Bild, gleich ein Screenshot gemacht. Und da sind irgendwie Banditen oder so, Vampirdiener. Ah, die Vampirleute greifen uns schon sofort an. Was denkt ihr, was ihr da macht? Hilfe! Helft mir! Muss für Kost unternehmen. Hilfe! Ihr seid ein Niemand, gar nicht. Ja, jetzt habe ich die irgendwie aus Versehen getroffen hier. Das ist nicht blöd. Und? War überhaupt nicht so geplant. Nein, das war jetzt auch der falsche Spielstand. Nee, war schon richtig. War schon alles richtig, aber wir wollen dazu. Hierhin, Schorststein. So, hab ich gleich mal wieder gefailt, ne? Ich denke, dieser Angriff hier, der ist schon geskriptet und so. Also dagegen kann ich gar nichts machen. Jetzt.
Ah, man kann jetzt auch Pferden aus. So angreifen, und das ist seit dem Patch schon so. Eine Neuerung des Patches, Update 10, man kann jetzt auch von zu Pferd eigentlich kämpfen, haben das vor allem per Mods gemacht, oder ja, der Patch 10 quasi, also Skyrim. Ach nee, das geht schon seit dem 7. Patch, glaube ich. Und jetzt wollen wir natürlich mal dahin, wo wir hin müssen. Also hier lang, also wie gesagt, von mir noch nie erforschtes Gebiet, ja, ich war auch noch nie in Riften. Schande, Schande. Ich würde eigentlich jetzt auch, wenn ich schon mal da lang reite, da gerne hin, aber es geht natürlich hier um das DLC, das... Also... Ja, noch ein weiter Weg. Aber man kommt eigentlich recht schnell voran in dieser Welt, finde ich. Es ist gar nicht so schlimm. So, die Waffe kannst du mir wieder einstecken. Und ja, bei mir sind schon viele Pferde gestorben im Spiel bisher. Und das ist endlich eins, was bisher schon lange hält. Aber es hört nie auf mich. Also es rennt immer weg. Es wartet nie auf einen. Ein ziemlich zickiges Pferd habe ich aus Makat. Jetzt reite ich hier gerade so querfeld ein. Nicht so schlau. Oh, Bären, mit dem muss ich mich nicht aufhalten. Diese Bären, die haben es echt in sich. Und schnell sind sie auch noch. Die haben mir echt letztens sehr, sehr, sehr geholfen. Bei einem Kampf gegen den Drachen. Was die da für ein Damage gemacht haben, also auch schon. Mal schnell speichern. Nicht, dass ich hier noch auf dem Weg zu der Quest scheitere. So ein kleines... Ein kleiner Wolf hier ist natürlich nichts. Was aber was ist, ist dieser... Hier steht Bauer. Okay, der steckt zum Glück nicht so viel ein. Ich hatte schon Angst, dass so ein Werwolf richtig gefährlich ist. Scheint wohl ein, ja, wirklich ein Bauer gewesen zu sein, der irgendwie gebissen wurde. Ist mein Eindruck. Deswegen hat er auch bloß so ein paar Kartoffeln bei sich gehabt oder was weiß ich. Hm. Also Skyrim ganz lange nicht mehr gespielt. Also gespielt schon ab und zu mal. Nur geletsplayt nicht mehr. Und ich muss ja irgendwie durch so ein Gebirge entlang, weil wir wollen ja irgendwie mal dahin kommen. Und wir haben es auch gar nicht mehr so weit. Also das meiste haben wir hinter uns. Dann kann ich euch endlich diesen DLC vorstellen. Ich glaube... In dieser ersten Folge werden wir gar nicht mehr dazu kommen, je nachdem wie ich das schneide. Aber ihr durftet zumindest einen kleinen Teil sehen, nämlich wie die Quest gestartet wurde. Wahnsinn! Ich habe übrigens kein High-Texture-Pack oder so ein Zeug drauf, weil ich das Spiel neu installieren musste. Und... Ein kleines Wolfsrudel begrüßt uns hier. Die sollen bloß mein Pferd in Ruhe lassen. Oh. Ein Dieb. Mir eure Wertsachen. Sonst nehme ich euch aus. So ein Kaschid. Ich fürchte den mal. Netter Versuch. Aber mir jagt ihr keine Angst ein. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Geht nicht fort. Ihr seid tot. So, habe ich ja ganz doll Angst vor dir. Ich bin zwar noch nicht so hoch geskillt, deswegen frage ich mich mal, wie das Thorngard so wird für mich. Vielleicht hast du was dabei. Ein Rubin ist immer natürlich ganz nett.
Den Rest brauche ich eigentlich nicht. Wir wollen ja mal schnell weitermachen. Also nur Stufe 20, unser normales Equipment und alles. Also ich habe Skyrim jetzt nicht so mega gesuchtet wie manche. Mich hat das Spiel auch echt ergriffen und alles, also ganz toll. Aber dann hatte ich auch wieder große Pausen. Und deswegen bin ich nicht so mega weit, also sorry dafür. Es geht mir jetzt auch rein darum, dieses DLC schnell zu spielen und euch schnell vorzustellen. Und das ist jetzt ein ganz neues Gebiet. Das halt noch nicht gab in dem Hauptspiel. Eine neue Welt oder so gibt es ja jetzt nicht. Also was heißt neue Welt, neue Gebiete groß. Also es ist Himmelsrand bleibt Himmelsrand. Und es soll ja so eine neue Geisterwelt geben. Das ist das hier nicht, das ist auch Himmelsrand. Wir sind halt durch einen kleinen Durchgang gegangen und sind jetzt hier ganz am Rande von Himmelsrand. Und da sind halt so neue Areale jetzt. Quest heißt, sprich mit Anführer von Dämmerwacht. Das große Thema von Skyrim ist ja das Vampir-Szenario und man kann sich dann ja entscheiden zwischen Vampire, Jägern oder selbst den Vampiren. Das können wir jetzt hier noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal zu den Vampirjägern gehen. Das muss jeder machen anscheinend zu Beginn. Die Entscheidung kriegen wir also erst später. Hier ist so ein Typ. Noch nie gemacht. Okay. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mit euch dorthin gehe. Ah, okay, also ein weiterer Novize, der halt auf dem Weg dahin ist. Ich hatte ihm ganz allein gegenüberzutreten. Nicht der beste Eindruck, den ein neuer Vampirjäger vermittelt, würde ich sagen. Ja, ja, ist alles klar. Und schick, also das optisch ist Skyrim immer noch ein Leckerbissen, wenn auch nicht so ein großer Maßstab, vor allem längst nicht so eine Referenz wie Oblivion, dass er damals wirklich alles auf den Kopf gestellt hat. Noch nie sah ein Spiel so toll aus, wie halt als Oblivion rauskam. Und diese neuen Maßstäbe hat Skyrim halt nicht gesetzt und sieht halt grundsolide aus. So, da ist die Festung Dämmerwache, Fort Dawnguard, könnte man sagen. Ein ganz schön dickes Ding. Sieht interessant aus. Macht sofort Lust auf diesen DLC. Bin ich auch echt gespannt. Auch wenn es für Skyrim natürlich immer noch viel für mich zu entdecken gab, deswegen hat das jetzt habe ich nur noch mehr vor mir in dem Spiel. Ist ja nicht so, dass ich jetzt das ganze Spiel alles schon abgerackert habe und dann nichts mehr zu tun hatte, ne? Ganz im Gegenteil. Ich war schon richtig toll beschäftigt und selbst die Hauptquest war noch lange nicht fertig. So, wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Scheint hier lang zu gehen. Das Karnickel da weist uns den Weg. Ja, das ist schon mal echt eine ordentliche Burg, eine richtig fette Helmsklamm, könnte man sagen. Dick bewacht wird es jetzt hier nicht außen. Aber bin mal echt gespannt, was uns da jetzt erwartet. Beizutreten? Gut. Isran wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt. Nur zu, er ist gleich da drin. Ich sage euch, das Einzige, was mich mehr überrascht hat, als nach all den Jahren von Isran zu hören, war, dass er meine Hilfe wollte. Mir war sofort klar, dass es ziemlich schlimm sein musste. Anscheinend hatte ich recht. Ja, vor vielen Jahren waren wir beide Mitglieder der Wächter und wir waren beide unzufrieden damit. Natürlich haben sie das Herz am rechten Fleck. Aber Isran und ich, wir haben uns bei ihnen nie wohlgefühlt. Wir sind zusammengegangen, aber unsere Partnerschaft hat nicht lange gehalten. Ich war mit einigen seiner Methoden nicht einverstanden. Ja, da war gerade unser fleißiger Kollege, der ist schon mal vorgerannt. Sehr, sehr übereifrig. Und jetzt wollen wir uns mal dazugesellen. Warum seid ihr hier, Tolan? Die Wächter und ich haben uns schon vor langer Zeit. So, das ist eine schicke Eingangshalle hier. Ist recht düster. Ich meine, Vampirjagd ist ja sicherlich nichts Feines an sich. Also, anders kann man das auch nicht einrichten. Ich erinnere mich dran. Aber mit dem wir mal reden, das ist dieser Isran, ja. Sieht mal sehr cool aus. Und was wollt ihr? Ja, ich möchte bei euch mitmachen. Erstmal, fürs Erste. Ihr brennt drauf, Vampire zu töten? Sehr gut. Aber seht euch um. Wir stehen noch ganz am Anfang. Ich habe erst damit angefangen, den Orden wieder.